Willkommen bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan Oldies Germany. Ja, ihr wisst, dass ich mit dem Thorsten-Account nicht in Clan True Warriors bin oder True Warriors 2, sondern ich habe hier einen Gast-Clan-Krieg mitgespielt und es war mein letzter Clan-Krieg als Rathaus Level 10. Und wir gehen auch gleich rein, denn wir haben den letzten Clan-Krieg unglücklich verloren. Muss man sagen, wir haben unglücklich verloren, denn wir haben Sterne verschenkt. Wir waren nämlich im Nachteil, das war das Witzige, wir waren eigentlich im Nachteil, denn der Gegner hatte viel, viel mehr Rathaus 11er an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wir hatten hier zwei Stücke oben mit dem Lupo anfangt und der Gegner hatte hier bis auf 4, 5, glaube ich, waren Rathaus 11er, der 9er hier waren Rathaus 11er und hier konnte man dann oben nicht anders agieren, als dass man sagt, pass mal auf, der erste macht 1, 2, der zweite macht 3, 4, der dritte macht 5, 6 und so weiter. Anders ging es hier nicht, weil wir so stark im Nachteil waren und ihr seht das hier auch im oberen Bereich, sind es in der Regel 2 Sterne geblieben. Aber das war gut hier, denn ihr seht das ja auf der anderen Seite. Der Gegner hat auch nicht wirklich gut angegriffen. Mich hat hier ein Rathaus 9er gemacht. Der hat es wenigstens verstanden, dass ich mein Rathaus draußen habe. Das hat er sich weggeschnäggelt, mehr aber auch nicht. Aber wir gehen trotzdem mal rein, denn ich finde, das ist nur meine Meinung hier, dem Clan gegenüber. Hier wurden Sterne verschenkt aufgrund einer einzigen Tatsache. Ich steige gleich mal ein bisschen hier oben ein. Hier, manchmal hat das ja geklappt, muss man ja mal so sagen. Ja, aber teilweise hat es hier nicht funktioniert, denn hier wurde sehr, sehr stark mit meinem Lieblingszauber angegriffen. Hier hat es funktioniert, gar keine Frage. Aber in anderen Teilen, ich meine, das ist ein Rathaus 10er und das hier ist ja ein 11er. Ja, kann man da 11er zu sagen? Das ist so ein 10,5er oder 9,75er, keine Ahnung, mit 3 X-Bögen. Irgendeinem Rathaus nehme ich ein 11er und dazwischen haben wir so ein bisschen 9er und 10er Def oder doch eher schon 10er Def. Aber hier wurde sehr, sehr stark mit diesem Erdbebenzauber angegriffen und ich gehe auch gleich einfach mal in so ein paar Kämpfe rein. Also ich kann nicht natürlich aufgrund der Kürze nicht alle Kämpfe zeigen, aber es war doch schon stark auffallend und ich habe mir alle Kämpfe angeschaut hier, die hier zumindest auf diese Basis hier gemacht wurden und jeder hat hier Beben benutzt. Jeder hat hier Beben benutzt. Also so einen starken Beben-Clan hab ich noch nicht entdeckt, muss ich sagen. Ist mir noch nicht untergekommen, dass so viele Leute hier auf diesen Bebenzauber vertrauen, nur um in eine Base reinzukommen. Ich meine, klar, kannst du machen, machst du dir ein schönes Loch rein. Das Problem ist dann aber, irgendwo fehlte ein Zauber. Oftmals war es nämlich dann der Giftzauber, der fehlte, weil die Clan-Buch-Truppen sehr, sehr häufig die Truppen nämlich weggebrannt haben. Also in der Regel kam hier ein Loon raus oder zwei Loons und ein Drache. Und wenn du die nicht wegkriegst, weil die Queen quer rennt oder weil die Queen schon weg ist, ja, weil die Clanburg die Queen schon geschafft hat, dann hast du ein Problem mit Walküren vor allen Dingen, weil die wehren sich ja nicht unbedingt gegen Lufttruppen. Und dann wären es an der Stelle immer nur 2 Sterne, also 3 Sterne waren dann hier auch die Seltenheit selbst von Rathaus 10 auf Rathaus 9. Und ja, ich habe mich darüber innerlich nur so ein bisschen aufgeregt, habe das hier auch mal angeregt, vielleicht mal doch, ich nenne es immer mal so klassisch was zu nehmen. Ein Sprungzauber vielleicht, ein Giftzauber, aber in den oberen Bereichen hier, und ihr seht das, ab hier wird das zweisternig, ne? Da ist nicht ein einziger 3-Sterner mehr dabei. Und ich springe einfach mal rein hier. Ich halte die Kämpfe einfach an. Okay, das ist in Ordnung. Beben mit Blitz hier zu nehmen, gar keine Frage. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe es dann natürlich auch gefunden hier. Ja, 4 Beben. 4 Beben. Ich halte den auch an. 4 Beben, 3 Heil, einen Wutzauber. Nichts für Gift. Und ja, dann werden das immer oder sehr, sehr häufig einfach nur 2 Sterne hier. Ich muss mal schauen. Die Bella hier greift, glaube ich, auch immer mit Drachen an. Ja, ich meine, bei solchen Bases ist das überhaupt kein Thema, dass du natürlich auch den Beben mitnimmst. Und sie ist hier ein Rathaus 9 gegen ein Rathaus 8. Kommt hier eigentlich gut in die Base rein mit Wutzauber. Und ja, ich weiß nicht, okay, ein Frost kann man machen als Rathaus 9er, den Frost mal mitnehmen. Aber ich finde, der hält viel zu wenig.
Und da kannst du höchstens die Clanburg mitfrosten oder vielleicht so einen rumhampelnden King mit wegfrosten, dass die Drachen nicht ewig auf den King rumhocken. Aber das ist natürlich ein leichtes Spiel, gar keine Frage. Und so waren das hier zumindest im unteren Bereich leicht verdiente 3 Sterne. Aber ab Rathaus Level 9 wurde das dann hier schon so ein bisschen zur Tortur, hätte ich fast mal gesagt. Und es hat sich auch keiner darauf eingelassen, hier den Beben mal nicht zu nehmen, um in eine Base zu kommen, sondern eher Mauerbrecher, einen Sprung, dass man tief in die Base reinkommt. It's Ego, der Einzige, der es nicht gemacht hat, war jetzt letztendlich ich. Und ihr habt das ja oben gehört, ich musste 5 und 6 machen. 6 war dann schon Rathaus 10er, der war wesentlich stärker als das Rathaus 11er hier. Wir können hier mal reinschauen. Ich habe mit der Combo Bola Hexen angegriffen, das erschien mir an der Stelle eigentlich am sinnvollsten. Ich habe beide Angriffe so gemacht, denn die Kombi, glaube ich, kann ich jetzt schon ganz gut. Und ich war hier auch nicht auf 3 Sterne aus. Ich war hier ganz klar hier oben auf sichere 2 Sterne aus, denn wie gesagt, der Gegner hat auch nicht gut angegriffen und das mussten die auch erstmal rausholen. Bin ja also gegen den Single Inferno erstmal angelaufen mit Riesen und einem Golem, damit der Fokus erstmal schön lange auf die Tanktruppen war. Und der musste jetzt erstmal weg, denn der andere im hinteren Teil war ein Multi-Inferno und den packen meine Truppen aber auch. Und klar, ein Gift verlangsamt den Drachen da, er pustet nicht mehr so schnell, das kommt auch noch dazu. Und ja, irgendwo schaffen ihn natürlich meine Truppen jetzt. Dann war es das auch mit dem Rathaus hier. Ich habe den Fries hier hinten genommen für den X-Bogen und den stark schießenden Bogenschützen-Turm. Und ich glaube, der Angriff war auch in Ordnung. Ich hoffe, dass die Truppe mit mir zufrieden war. Das ist auch immer eine Sorge, wenn ich woanders kämpfe, dass ich mich nicht blamiere. Ja, also so einen Nullsterner hinlege, wie es ja auch vorkommt, oder ein Fail oder was auch immer. Und bin hier jetzt eigentlich noch gut durch die Base gekommen. Allerdings dieses Wardengepicke hier auf meine Queen, das hat mich dann natürlich doch schon so ein bisschen gestört und habe gedacht, ah, jetzt macht die eine Mauer. Na, konnte die nicht irgendwo so ein bisschen noch einfach den Sprung nehmen, dann durch die Mauer laufen, die ja sowieso schon auf war, und mit den Truppen vielleicht rumgehen. Das wäre natürlich optimal gewesen, da hätten wir noch ein bisschen mehr geschafft. Aber so war das hier, glaube ich, ein netter 2-Sterne auf den Rathaus. Ja, was ist eigentlich? Ein Elf ohne Adler. Und aber mit einer ganz anständigen Def hier. Aber wie gesagt, der Gegner hat auch nicht gut angegriffen und den Vorteil hätten wir eigentlich ausspielen müssen. Den hätten wir ausspielen müssen. Haben wir nicht gemacht an der Stelle. Hätte Fahrradkette. So ist es dann leider bei einer knappen Niederlage geblieben. Und das kann natürlich mit dem Bebenzauber gar keine Frage. Ich gehe hier nochmal rein. Kann das auch mal funktionieren. Ja, aber hier auch Beben. Und hier Beben. Immer Beben. Immer Bebenzauber. Ich weiß nicht. Es hat auch funktioniert, nämlich hier beim Lupo. Den gucken wir uns auch an. Den habe ich live gesehen und habe gedacht, oh, was macht der denn? Meine Herren. Also habe ich auch noch nicht gesehen in der Form. So ein Angriff hier. Den Truppen nämlich mit Bebenzauber einfach irgendwo so einen Weg aufsprengen. Dass die dann irgendwann dann doch mal in die Löcher reinlaufen, die ich dem die ich mir hier geschaffen habe. Und der hat auch keinen Adler hier oben. Also eigentlich, wie gesagt, wir hätten unsere Vorteile ausspielen können, denn unsere Bases waren viel, viel stärker als die des Gegners, vor allen Dingen auch im oberen Bereich. Und das hätte man einfach, finde ich, besser machen können. Das werden die auch besser machen hier. Die werden ja irgendwann auch ihren Clan weiter leveln, gar keine Frage. Aber vielleicht sollte man doch mal die Zauberkombination überdenken. Ich meine, ihr wisst das, 8 Erdbebenzauber hat bei True Warriors lange Zeit auch jemand benutzt, um sich immer komplette Riesenlöcher in die Bases zu machen, um dann da durchzurushen. Auf gut Glück wurden das dann auch mal 3 Sterne, aber irgendwann hat das nicht mehr funktioniert und dann blieben das 2 Sterne. Dem Lupo gelingt das hier aber ganz gut, also hier macht er jetzt schon mal gut auf. Das Problem ist nur, die Queen will natürlich erstmal nicht in diese Riesenlücke rein, weil die nächsten Gebäude sind ja nicht das Rathaus und auch nicht die Inferno, sondern die nächsten Gebäude liegen erstmal außenrum. Ja, bis dann irgendwann mal hier eine Truppe in der Mitte läuft, das dauert ewig. Ja, weil erstmal läuft alles außenrum, denn in der Mitte ist zwar nett, dass das jetzt auf ist, aber es rennt ja noch gar keiner rein. Ja, jetzt kommen so die ersten Truppen und rennen hier nach rechts und so ein paar rennen jetzt schon rein. Aber jetzt seht ihr das hier, ich meine, die sind hilflos. Ja, hilflos der Meute von
Lakaien ausgesetzt und die Skelette lenken jetzt so ein bisschen die Lakaien ab und die Queen kann sich endlich um die Lakaien hier kümmern in der Mitte. Das war auch gut so, denn wenn das nicht so gewesen wäre und die Queen wäre weiter mit rumgegangen, dann wäre das hier auch nur ein Einsterner geworden. Aber so sind das hier gute zwei Sterne geworden und jetzt hat er, ich glaube, die Queen, die hat er verpennt, weil es ein Single-Inferno war und in der Mitte noch voll die beiden Riesenbomben. Jetzt kommen hier aber auch die Bowler mit ins Spiel und die holen sich hier natürlich jetzt das Rathaus, wurden jetzt erst gezündet eben und ja, jetzt ist Rathaus weg, also der Angriff hatte dann noch einen glücklichen Verlauf, aber irgendwo habe ich immer das Gefühl gehabt, man hat sich hier einfach die Löcher in die Base gemacht, um irgendwie in die Base reinzukommen. In der Hoffnung, die Truppen laufen jetzt irgendwo Richtung Mitte, Richtung Rathaus, schaffen das Rathaus und das ist dann gewesen. Also das war so ein bisschen so mein Gefühl und auch den Zehnern ist das hier passiert, auf 9er Basis. Ich meine, klar dreier ich die nicht immer, aber die Bases hier waren wirklich, die waren wirklich schwach. Ja, und ich als Rathaus 9, okay, vielleicht bin ich ein anderer Clasher oder so, aber ich letztendlich als Rathaus 9 gehe die Bases dann doch eher, ja, muss ich sagen, ganz, ganz anders an und verlasse mich da doch eher auf zwei Giftzauber, um die Truppen extrem zu verlangsamen um sie wegzugiften, denn so eine Meute von Lakaien, die giftest du hier natürlich weg, die haben ja kaum Heal Points und dann passieren auch nicht solche Sachen, wie sie leider hier unten passiert sind. Wir gehen mal rein. Mit 91%, seht ihr das hier, ist die Base nicht geschafft worden. Und es ist echt keine starke Base hier. Das ist zwar ein Rathaus 10er mit zwei X-Bogen. Der eine ist sogar auf 5, glaube ich. Und der andere ist auf 3. Und der Rest hier ist Rathaus 8. Hallo, das ist ein Rathaus 8 Base mit zwei X-Bogen in der Mitte. Und ein paar Mauern mehr. Hätte ich mal fast so gesagt. Und das ist ja, das ist eine Opferbase. Also ihr hört das, ich reg mich auch so ein bisschen auf darüber, dass hier in so eine Base hier mit Beben reingekommen oder dass man hier in so eine Base mit Beben reinkommt und jetzt kommen hier ja Lufttruppen raus. Ja, also die beiden Golems hier, die überleben ja nur die ersten paar Sekunden, weil die Luftballons hier lassen ganz, ganz easy peasy immer wieder ihre Bömmchen fallen und ja, die Valkyren so ein paar laufen rein, ein paar laufen außen rum, aber immer noch. Ihr seht das hier, die Clanburg lebt jetzt immer noch. Und da unten sind nur noch Erdtruppen. Die Magier laufen jetzt zwar den Clanburg-Truppen hinterher, schaffen es aber nicht, weil die Valkyren natürlich schneller sind. Und die Lufttruppen sind immer noch am Leben. Also, das ist der Hammer. Ja, leben immer noch und jetzt werden es auch immer weniger Truppen, die diesen Lufttruppen was anhaben können. Die Valkyren sind es natürlich nicht, sondern es ist ja eigentlich nur noch die Queen und die beiden Babydrachen und der eine Loon geben jetzt der Queen glücklicherweise nicht den Rest. An der Stelle hier jetzt vielleicht den Heilzauber geworfen. Hier unten jetzt den Heilzauber nochmal geworfen für die Valkyren. Dann wären die ja auch in die Base gekommen. Aber ja, die Queen musste das jetzt hier oben regeln. Und an der Stelle kann man eigentlich schon sagen, das packt eine Queen. Auch wenn es eine 35er Queen ist, die nicht mehr zündbar ist. Das schafft die nicht. Die will hier jetzt erstmal durch eine Mauer und kriegt jetzt Beschuss hier von der 8er Kanone. Oder Rathaus 8er Kanone. Jetzt halte sie zwar noch durch, aber so viel bringt dann der Heilzauber bei der Prinzessin denn auch nicht. Denn die rennt ja jetzt gleich da raus aus dem Heilzauber, aus der Heilzauber-Aura und kriegt sofort wieder Feuer. Also hätte man anders machen können, aber ist nicht so tragisch. Die nächsten Kriege stehen hier schon wieder an, auch bei dem Clan Oldies Germany hier. Ich werde mich hier jetzt erstmal verabschieden, denn in einem Tag und 9 Stunden ist mein Rathaus auf Stufe 11 und wir werden uns dann morgen auch im Stream sehen, morgen Abend. Ich habe soweit alles vorbereitet. Ich denke mal, ich werde mich hier jetzt ordentlich verabschieden, gehe wieder in den Clan True Warriors 1 zurück und bis dahin, euer Toto. Clasht.